Grüßt euch ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ready or Not, einem sehr, sehr geilen taktischen Shooter für Koop und auch für Einzelspieler, Freunde. Und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer einsteigen, denn wenn ihr keine Freunde habt, wenn ihr eher Bock habt, allein zu zocken, dann ist der Einzelspieler-Modus genau das Richtige für euch. Ja, ihr könnt entweder auf neues Spiel gehen oder ihr geht direkt auf Einzelspieler-Modus. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, als Commander einzusteigen. Da kommt ihr dann direkt dann zu euch ins Hauptquartier und könnt dann eine Mission starten. Wir wollen aber zunächst erstmal ein paar Trainings absolvieren. Warum hier zweimal Training steht, kann ich euch gar nicht sagen. Wir starten zunächst mit dem unteren Training. Zack, einmal raufgeklickt. Kommen wir hier in unseren Wagen, sehen unser Squad. Dann läuft hier unten eine Zeit ab und dann sind wir hier in unserem Hauptquartier an diesem Schrank. It's been a while since your last qualification. Let's not waste each other's time. The key to excellence is perfecting the basics. Ganz genau. So, let's see what you've got. Now grab your rifle so we can start. So, er sagt jetzt, um möglichst gut zu werden, müsst ihr natürlich eure Skills verbessern. Ich übersetze es jetzt mal so ein bisschen. Und wir sollen uns hier mit F jetzt erstmal eine Waffe schnappen. Zack. Durchgeladen und gesichert. Folgen wir dem Pfeil mit WASD. Ne, das ist natürlich ein komplettes Tutorial. Mit Space können wir das Ganze sinken, die Waffe, und wieder heben. Ne, und sind mit gesunkener Waffe übrigens auch ein bisschen schneller unterwegs. So, dann gehen wir hier hin. Grab a loaded magazine on the table and get loaded. So, mit F nehmen wir das Magazin. Mit R können wir das Ganze jetzt laden. Und mit gepresster R-Taste können wir gucken, wie viel noch drin sind. So, mit der linken Maustaste knallen wir da einen rein. Ne, machen wir hier mit Zielen. So. Puff, puff. So, dann nehmen wir unsere Sidearm-Waffe. Mit zwei rüsten wir die aus. So, mit 1 die Primärwaffe wieder ausrüsten. Ne, 2, da wechselt ihr. Zack, 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 zack. Let's work on an alternative shooting position for close quarters. So, dann kann man mit einer anderen Taste, ne, kann man umwechseln zwischen diesem Modus hier. Ich habe mir das auf die Maus gelegt und diesen Modus hier. Genau, und dazu rüsten wir einmal den Laser aus. Das müsst ihr euch alles belegen. In den Optionen hatte ich ja im Livestream auch schon gezeigt. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, schaut euch den Livestream nochmal an, den ich euch hier oben verlinke. Da sind wir das Ganze durchgegangen. Right now, let's see if you're warmed up enough to pass one of our drills. Hit all the targets under part time and you'll get your name on the leaderboard. So, ich würde sagen, wir laden mal nach. 3, 2, 1, threat! Los geht's. So, dann kann man natürlich das Leaderboard da noch angucken. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. So, Bestzeit, oder? Würde ich sagen. Good. Now it's time for some deployment practice. So, kommen wir zu den Granaten. Go ahead and throw them through the open windows. If you need more, they're in the case. Granaten rüstet ihr oder nehmt ihr in die Hand mit der Taste 3. Und wenn ihr nun die linke Maustaste gedrückt haltet, dann zieht ihr den Stift und ihr seht hier so einen Daumen und ihr solltet immer so ein bisschen über den Zeigefinger, da schmeißt ihr das Ganze dann hin. Ne, hier Zeigefinger und dann so ein bisschen drüber, so schupp. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie nah das Ziel ist letztendlich. Nochmal. Und schwupps. Rein da. In die Jugendstube. Ja, war gut gemacht, glaube ich. Hier. Weg damit. Weg damit. So, mit Y geht es weiter. Waffe senken und los geht's hier in die Tür rein. Alright, now you can peek or open doors. Beware of threats.
Ihr seht, das ist auch alles noch auf Englisch, aber ihr seht hier einmal, habt ihr das Symbol Open F mit Door, also hier ist Öffnen, ja, hier können wir einmal sneaken, ne, so können wir so ein bisschen aufmachen, so düt, ne, manchmal gibt es nämlich Missionen, da sind hier Stolperdrähte, da müsst ihr dann aufpassen, an dass ihr die Tür nicht ganz aufmacht, sonst knallen die euch hier nämlich eine Granate um die Ohren. Ihr könnt das Ganze dann natürlich auch wieder zumachen, manchmal gibt es auch noch die Möglichkeit, da könnt ihr testen, ob die Tür auf ist, hier könnt ihr direkt kicken, wenn ihr wollt, ne, und hier unten gibt es noch den Mirror, da könnt ihr dann durchgehen und hier habt ihr noch die Möglichkeit zu blocken und hier C2 und so weiter und so fort. So, wir knallen mal so rein hier. So, hier sollen wir wahrscheinlich kicken, denke ich mal. The door is locked. Someone's idea of a joke. Genau. Go ahead and breach the door. Macht er auch mit F. Puff, geht nicht gleich auf. Nochmal, geht immer noch nicht auf. Und nochmal. As you know, you're a SWAT element leader. While your team is prepping, let's go over some commands you'll be issuing. So, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Genau, da ist jetzt unser Team. Einmal das rote Team, einmal das blaue Team. Und das müssen wir jetzt lernen zu kommandieren. Und dafür ist das Training super gut. So, mit Z. Provide support. So, haben wir das Team jetzt unter uns. Die folgen uns jetzt. Und so macht ihr das Ganze. Ja, ihr geht an eine Tür ran zum Beispiel, drückt die mittlere Maus und habt jetzt einmal einen gelben Modus, ihr habt einen blauen Modus und ihr habt einen roten Modus. Das heißt, das Gelbe ist für alle Teammember, blau ist natürlich für die blauen, ja, und rot ist für das rote Team. Wir wollen aber erstmal dem blauen Team einen kompletten Befehl geben, nämlich aufreihen, aufteilen, getting into place. Ne, und schon stellen die sich hier in die Tür rein. Ganz geil, oder? So, jetzt gehen wir wieder zur Tür. Oder ich glaube, wir müssen auch nicht mehr zur Tür gehen. Wir können auch hier bleiben. Geben jetzt dem ganzen Team den Befehl öffnen und klar machen. Ja, also dann gehen die rein und sichern. So, wir sind natürlich hier als Commander auch dabei. Ja, da ist ein Geisel. Den müssen wir uns natürlich schnappen. Ne, hier, die sichern alles, die sichern hier alle Teile, alle Ecken, Fenster, ne, sehr cool. Und die KI funktioniert top, das kann ich euch sagen, richtig geil. So, dann müssen wir hier einmal mit F schreien. Turn around slowly. Genau, ne, der hier dreht sich um, slowly, dann mit F. Keep your hands dann behind your back. Festnehmen, so, zack. Good job. For everyone's safety, we need to detain and control everyone, until we can sort out suspects from civilians. Na, und so könnt ihr euch letztendlich richtig cool und sicher durch solche ganzen Geschichten bewegen, ne, durch die Einsätze bewegen mit euren NPC-Kollegen. Na, und ich würde euch auch raten, lasst die NPCs immer vorgehen, erstmal klar machen. In den meisten Fällen funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt sollen wir die Opti-Wand benutzen. Das heißt, wir gehen hier unten hin. Equip Opti-Wand. Ja, habe ich doch. Oder ich mach's mal so. So, aber irgendwie hatte ich da letztes Mal schon... Achso, wir müssen, glaube ich, immer noch durchgehen. Ich glaube, wir sind noch gar nicht da. Da müssen wir die Opti-Wand benutzen hier. So, letztes Mal bin ich schon dran verzweifelt. So, dann haben wir das ausgerüstet. Müsst ihr aber gar nicht ausrüsten. Ihr könnt auch einfach hier lassen, ja. Unten raufgehen, F drücken. Nochmal F drücken oder F... Oder linke Maustaste drücken, so. Und dann seht ihr, aha, da ist doch eine Schurke dahinter. Ne? Mann, gut, dass wir nicht einfach reingerannt sind. So. Goal is to apprehend the suspect. We are a life-saving organization after all. Genau. Er sagt, wir sind eine lebensrettende Organisation. Das heißt, wir wollen den Typ möglichst nicht totschießen, sondern Leben fangen. Ja? So. Order your team to open and clear. Throwing the flashback into the room. Blind the subjects for the short period. Ja, genau. Ganz genau. So, wir werden jetzt reingehen. Wir werden jetzt erstmal unser Team rufen. Sagen, öffnen, Raum mit Blendgranate. So, und das machen die. Und wir halten uns bereit, den gleich mit F dazu zu bringen, aufzugeben. So, genau, die müsst ihr immer so ein bisschen durchlassen. Ne? Wir haben hier Übungsknarren, sieht man ja an den blauen Griffen. So, zack, rein. Hof, und jetzt hier mit F schön brüllen. So, dann geht der rein. Und ihr macht mit F hier wieder den Fessler. Na, und ihr seht, das funktioniert wirklich cool. So, danach noch die Waffe sichern, die hier noch irgendwo rumliegt. Da ist er. Ja, das gehört immer dazu. Einfach F gedrückt halten.
Und auch das ist somit erledigt. Ne, um da Sicherheit reinzukriegen, übt das ruhig öfter, ist ja gar kein Problem. Ne, ihr könnt übrigens auch mit T, könnt ihr euch auch die Kameras holen, ja, von euren Teammembern. Solltet ihr eigentlich auch immer machen. Ich vergesse das immer, ist aber eigentlich eine gute Sache. Und ihr seht da oben auch die Namen zum Beispiel, von welcher Kamera ihr hier gerade was seht. So, wir gehen rein. Ich würde sagen, wir nutzen aber erstmal den Optiwand, um mal zu gucken, was Sache ist. Wir sehen aber, alles ist sauber. Deswegen gehen wir einfach mal rein in die gute Stube. So, hier machen wir mit Alt. Oh ja, da ist einer. So. F, yell. Also wir sollen mit F erstmal schreien und für Aufmerksamkeit sorgen. Once compliance, that subject is prepared to restrain. Genau, manche geben auf, wenn man F die ganze Zeit drückt. If the suspect, genau, wenn der dann aufgegeben hat, dann kann man das Ganze dann reporten. So, wir machen das jetzt. Let me see those hands. LSPD, don't move. Down on your knees. Police, get your hands up. Put your hands up. Hands up. Do it. Macht er nicht. Macht er nicht. Hat er nicht gemacht. Na so. Press F to yell to compliance. Behind you. Always look at the same suspects where you can. Okay, okay. Müssen wir nochmal machen. Müssen wir nochmal machen. So, was ist jetzt hier? Achso, da müssen wir lang. Nee, da müssen wir lang. So, vielleicht haben wir auch was falsch gemacht. Na, müssen wir mal gucken. Ich meine, normalerweise... Down on the ground, now! Get down, now! Hier, das Geile ist nämlich, die können nämlich auch durch Wände schießen. Ne? Und das ist richtig cool. Mit F heilt euch übrigens. So, ja. So, normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich das hier machen. So. So, dann rein. So, wahrscheinlich war das der richtige Weg. So, da hinten ist noch einer. Ja, genau. Down on the ground, move! So, Waffen müssen wir natürlich auch sichern. Das machen eure NPC-Kollegen übrigens auch manchmal, was ziemlich cool ist. Ich glaube, der hatte gar keine Waffe hier, ne? So, als nächstes ist euch wahrscheinlich aufgefallen, hier haben wir eine blaue Tür, da hinten haben wir eine rote Tür. Müssen wir nämlich die Kollegen aufteilen. Das geht nämlich auch. Und das ist auch ziemlich cool. Mit C lasst ihr übrigens so ein Chemlight-Pfeilen hier. Next up, you're looking at multiple entrances. In cases like these, it might be good to split up your team. So, ich glaube, das ist dafür da, dass ihr eure Jungs zusammenholt. Ich versuche das nochmal. Dropping a Chemlight. Ah, gut. Kommen nach, aber vielleicht kommen sie auch so nach. So. Als allernächstes, oder als nächstes besser gesagt, als allernächstes, Freunde, gehen wir jetzt hier zur Tür. Drücken die Use left mouse wheel or mouse down. Order blue element to stack up on door number one. Ah right. Ja, okay. Blue team. Element. Blue. So, zack. With the command menu, scroll command blue, stack on the first door. So, put the stack on this door. Moving up. Now order red element to stack up on door number two. Left. Door's unlocked. Genau, das gleiche machen wir auch mit dem roten Team an der roten Tür. So, mittlere Maustaste drücken, red. Auf rot gehen. Zack, split zack. And cover. Confirmed. Now you're separated from your team. It's open. You're good to go. It's advised to turn so, er checkt auch gleich, ob die Tür offen ist, ne? Sehr geil. So, dann drücken wir T für die Kameras. Genau, da können wir jetzt genau sehen. Toggle to all four cameras. Ja, vielleicht auch noch nachladen. So, so, so. Wunderbar. Genau, jetzt sollen wir dem blauen Team erstmal Bescheid sagen, dass sie gehen sollen und danach dem roten Team. Whistle Command Menu, Open, Hold, Left, Shift. Ganz genau, Left, Shift halten, also linke Shift-Taste halten. Dann gehen wir wieder zum Gold Team. Command Open, Clear, genau. Red Team. Blue. Gold.
Achso, wir müssen, glaube ich, wir müssen hier wieder zur Tür gehen, glaube ich. So. Dann. Blue Team. Shift-Taste gedrückt halten. Genau, jetzt. Zwei öffnen. Und Raum räumen mit Blendgranate. So. Cover this area. Dadurch, dass ihr jetzt Shift gedrückt habt, führen die das halt nicht sofort aus. Ja? Die haben jetzt ihre Befehle bekommen. Wissen Bescheid. Das gleiche machen wir hier ebenfalls. Mit Shift. Red. Genau, ihr seht jetzt auch hier beim Blauen ist jetzt nur noch die Auswahlmöglichkeit ausführen und abbrechen. Ja, die haben ihre Befehle. Wir wollen natürlich dem Roten jetzt aber auch noch den Befehl geben, dass sie stürmen sollen und eintreten und klären sollen. So, mit Shift-Taste gedrückt halten. So, jetzt gehen wir zurück. Gehen wieder auf die mittlere Maustaste. Gehen jetzt auf Gelb, denn Gelb ist natürlich für alle. Und geben den Befehl zum Einsatz. Go, go, go. Ready to knock. Blauen natürlich auch zuerst rein, ne, denn die haben ja die Befehle zuerst bekommen. So, und schon haben die das Ganze hier festgesetzt. Sehr, sehr geil. Ja, ich find's cool. Das ist wirklich eine geile Spielmechanik und macht wirklich Bock. Und gibt einem selber auch echt so ein bisschen Übung, wie man vorgeht in so einem Einsatz. Also ich finde das echt geil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. So, Waffe müssen wir auch noch sichern. Ja, einfach F lange gedrückt halten. Toilette. Ja, gut. Dann gehen wir lieber nicht rauf. So, dann müssen wir hier noch ein paar Beweise sichern. Congratulations. You have passed the basic training. Naturally, you'll learn more advanced features and techniques along the way. But for now, the streets of Los Sueños need you. So sieht's aus. So, ich glaube, wir sind durch. So, wir hier wieder draußen. Ja, wenn ihr dann euch zum LKW begeben habt, seid ihr wieder im Hauptmenü und könnt dann wieder hier unter Einzelspielermodus das zweite Training absolvieren. Das ist aber letztendlich nichts anderes als die Mission, die ihr unter dem Einsatz des Commanders machst, einfach einmal zu trainieren ohne Auswirkungen. So momentan ist das geregelt. Bevor wir aber in den ersten Einsatz gehen, wollen wir jetzt erstmal ein neues Spiel starten und begeben uns zum Los Sueños Police Headquarter. Und Freunde, ich würde sagen, das schauen wir uns heute erstmal gemeinsam an. Achtung, Kommandant! Sie begeben sich auf eine zermürbende Reise durch die Straßen von Los Sueños, wo der Tod hinter jeder Ecke lauern könnte. Es gibt keinen Neustart oder eine zweite Chance, sobald Sie eine Mission begonnen haben, also zeigen Sie Ihr Bestes. Das Leben Ihres Teams liegt in Ihren Händen und jegliche Verluste sind dauerhaft. Ja, genau. Ihr bekommt nämlich 4 KI-NPCs an eurer Hand, genau wie wir das gerade schon im Training hatten. Ihr könnt diese befehligen, diese können aber in Einsätzen auch sterben, wenn ihr euer Kommando nicht richtig gebt oder halt einfach dullewutzig durch eine Tür geht, erschossen werdet, dann sind die unzufrieden, kündigen oder sonst irgendwas, wollen nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Auf jeden Fall gibt es da Auswirkungen. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während einer Mission Ihre Verluste begrenzen wollen, sammeln Sie Ihr verbleibendes Team und kehren Sie zu Ihrem ursprünglichen Einstiegspunkt zurück, um zu exfiltrieren. Beachten Sie, dass dies zwar das Leben Ihrer Offiziere schont, aber sich nachträglich auf Ihren mentalen Zustand auswirken kann. Ja, die sind nämlich am Anfang noch sehr, sehr zufrieden. Das seht ihr auch gleich, wenn wir reingehen. Dann seht ihr die, was die können, was die für Waffen dabei haben, was für einen mentalen Zustand die haben. Und wenn die unzufrieden werden, dann hat das Auswirkungen. Ja. Je mehr Erfahrung Ihr Team durch erfolgreiche Missionen gewinnt, desto mehr Eigenschaften werden ihm zur Verfügung stehen, was Ihnen weitere Möglichkeiten gibt, Ihr ideales Einstiegsteam zusammenzustellen. Sind Sie bereit, Commander? Jawollski! Los geht's! So, durchgeladen und gesichert befinden wir uns hier nun am Eingang unseres Polizeihauptquartiers. Die Tür hier ist noch geschlossen, manchmal ist die auf, aber ich glaube, das hat eher was mit dem Einsatz zu tun oder mit unserem Fortschritt, denke ich mal. Und ja, als allererstes steht hier Willkommen bei Ready or Not. Bevor Sie Ihre erste Mission starten, müssen Sie einige Vorbereitungen treffen. Öffne das Tablet, indem du Tab gedrückt hältst, um dein Team zu sehen. Mit dem Tablet kannst du die Eigenschaften deines Teams sehen und neue Offiziere einstellen, wenn du Personal verlierst. Um Ihre eigene Ausrüstung und die Ihres Teams anzupassen, gehen Sie direkt durch den Besprechungsraum
zu ihrem SWAT-Einheitsraum. Sobald sie mit ihrer Einrichtung zufrieden sind, begeben sie sich in den Briefingraum und interagieren mit dem Briefing-Schalter, um ihre erste Mission auszuwählen. Ja, das machen wir als erstes. Wir drücken einmal Tab. Dann geht hier unser Mobiglas auf. Tablet? So, und wenn wir das länger gedrückt halten, dann wird das Ganze auch groß. Hier sehen wir nun unser Team. Da haben wir einmal Jackson Wilson, Mateo Gonzalez, Malik Thomas und Aaron Lee. Ja, die sind Spezialisten in den verschiedensten Bereichen hier. Der zum Beispiel ist Verhandlungsführer. Das Ganze steht manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch da. Das ist ein Friedensstifter, Sanitäter. Und was der hier ist, das kann ich jetzt gerade nicht lesen, weil hier das Ding im Weg ist. Und wir können natürlich hier auch noch wechseln. Ne, da haben wir nochmal Walker, Malice. War der nicht hier schon? Ist das nicht das auch nicht? Nee, warte mal. War nicht einer? Hier, Thomas Malik. Ach so, nee, dann heißt der einfach nur auch Malik. Das ist wahrscheinlich der Bruder. Keine Ahnung. So, und Diego haben wir hier auch noch. Ne? Die können wir auch. Und ihr seht hier, die sind alle zufrieden. Ja? Und die kann man dann auch zur Therapie schicken, wenn die unzufrieden sind. Ne? Also, da wird noch einiges kommen. Ihr müsst euch auf jeden Fall letztendlich um euer Team kümmern. Und feuern können wir die auch. Können wir sagen, du bist doof, raus. Du bist raus, können wir sagen. Ne? Mit Tab machen wir das Ganze dann wieder zu. Gehen dann hier einmal rechts durch den Briefingraum. Hier später können wir dann unsere Einsätze annehmen in diese SWAT-Unit. Und hier haben wir die Möglichkeit, an dem Tisch einmal Ready or Not zu spielen, anscheinend. Ein Spiel im Spiel, auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier auch einen Tisch. Hier haben wir einen Schrank und hier können wir jetzt zum Beispiel unser Loadout und das unserer Team-Member wechseln, wenn wir das wollen. Hier oben müsst ihr einfach dann umschalten auf selbst. Das ist natürlich euer eigenes Loadout und ihr könnt hier einmal durchschalten. Team Alpha könnt ihr dann ein Loadout geben oder Team Bravo oder Team Charlie oder Team Delta. Ja, denke ich mal, dass das so da funktioniert, dass es nicht die Einzelleute sind, sondern wirklich das ganze Team. Ne? Dem könnt ihr dann halt verschiedene Dinge geben. So, das Ganze machen wir aber mal anhand uns selbst. Da müsst ihr auch immer wirklich darauf achten, dass ihr da wirklich auf dem richtigen Reiter seid. Sonst passt ihr da an und geht rein und habt dann ganz falsche Ausrüstung und wundert euch dann letztendlich. MK18, klicken wir einmal drauf. Dort werden wir von der Taschenlampe auf einen Laserpointer wechseln. Hier habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, eine Taschenlampe zu nehmen. Moment, wo sind wir? Wo sind wir denn jetzt? Zielfernrohr, ne? So, hier, Laserpointer. Da habt ihr einmal die Möglichkeit, eine Taschenlampe zu nehmen, einen Laserpointer und einen IR-Laserpointer. Den benutzt ihr, wenn ihr ein Nachtsichtgerät habt, denn wenn ihr den so ausrüstet, dann seht ihr gar nichts. Ja? So, Laserpointer. Dann Zielfernrohr. Da werden wir einfach ein... ja, das Holovisier nehmen, das passt eigentlich relativ gut. Eine Mündung, da empfehle ich immer den Schalldämpfer. Ich empfehle den, weil ich das schon jahrelang spiele, ne, logischerweise. Nein, ich nehme den immer, weil ich dann einfach weniger Krach mache. Und als Unterlauf nehme ich hier immer so einen Kampfgriff, zum Beispiel. Ja. So, dann können wir das Ganze auch noch mit der Sekundärwaffe machen. Da können wir auch noch was ausrichten hier. Zack, Zielding, Mündung, Schalldämpfer, Unterlauf. Können wir zum Beispiel eine Taschenlampe nehmen. Ne? Dass, falls wir mal in dunklere Räume kommen, haben wir zumindest eine Waffe mit einer Taschenlampe dran. So, wenn wir damit fertig sind, gehen wir wieder zurück. Ne? Hier können wir natürlich auch noch unsere Waffen an sich austauschen. Wenn wir auf die Waffen gehen, ne, habt ihr hier natürlich auch noch die Möglichkeit, die Waffen zu tauschen, wenn ihr das wollt. Das gleiche gilt natürlich auch für die Primärwaffe. Ne, hier könnt ihr euch natürlich auch noch andere Dinge aussuchen. Das sind übrigens Trainingswaffen, also Vorsicht. Ja, wir lassen es aber erstmal im Standard. So, zack. Dann habt ihr als nächste Möglichkeit, Panzerung und Munition auszuwählen. So, da gehe ich immer erstmal auf schwere Schutzausrüstung, denn ich bin Anfänger und somit halte ich ein bisschen mehr aus und lasse das Ganze hier auf Vorder- und Rückseite. Ne, man kann natürlich auch voll nehmen, aber Vorder- und Rückseite ist ganz gut. Man kann auch nur vorne nehmen, dann ist man aber im Rücken etwas ungeschützt. Man kann auch sagen, ach, ich brauche gar nichts. Ne, alles gut. So, dann könnt ihr aussuchen, ob ihr Kevlar, Stahl und Keramik haben wollt. Jetzt würde der andere natürlich denken, warum nicht einfach immer das Beste nehmen. Umso mehr ihr hier macht, umso langsamer seid ihr. Ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt keine Schutzausrüstung nehmt, dann Abdeckung gar nicht und hier auch nichts, dann seid ihr einfach flitzeschnell.
Ja, das ist so das Ding. Ihr könnt aber auch leider nichts mitnehmen. Seht ihr, ne? Ihr habt halt kaum Plätze, um irgendwas mit euch mitzuführen. Also ihr braucht halt ein bisschen was. Deswegen, schwere Rüstung würde ich empfehlen, vorne und hinten. Stahl ist auf jeden Fall auch sehr gut für den Schutz. Und ihr seht nun, ihr habt hier jetzt verschiedene Dinge, die ihr mitnehmen könnt. Einsatzgegenstände habt ihr einmal und einmal Munition. Das lasse ich aber auch erstmal so eingestellt. So, und Einsatzgegenstände sind Blendgranaten immer ganz gut. Eines Dinger ist auch in Ordnung. C2 brauche ich meistens nicht. Dafür nehme ich einen Türstopper mit. Und einen Taser brauche ich eigentlich auch nicht. So, deswegen Türstopper. Ja, wo wir können eigentlich einen Taser mitnehmen. Warum ist der Taser jetzt weg? Hallo? Er hat doch gerade gesagt, ich kann einen Taser nehmen. Na gut, ich nehme auf jeden Fall einen Türstopper. Ein Türstopper ist immer gut, ja? Warum? Das werdet ihr noch erfahren. So, das ist immer so die Grundausrüstung, würde ich sagen. Mit der kann man erstmal ganz zufrieden sein. Ich weiß gar nicht, warum ich hier nur so wenig mitnehmen kann, ehrlich gesagt. Ich habe 11 Steckplätze. Wahrscheinlich, weil ich zu viel Munition habe, wa? Komm, machen wir mal so. Dann können wir mehr mitnehmen hier. Guckt euch das an, oder? Ja, genau. So, 11 Steckplätze. Wahrscheinlich werden wir da noch Steckplätze dazu verdienen, ne? Kann ich mir vorstellen. So, dann könnt ihr hier oben noch auf Anpassung gehen. Das Ganze ist aber eher optisch, ne? Dann könnt ihr einfach sagen, ach komm, wenn ihr andere Helme habt, könnt ihr die ausrüsten. Ich habe hier noch eine Schutzrüstung, was haben wir da noch? Ja, komm, hier nehmen wir hier so einen hier noch. Bam! Ne? Der sieht auch noch was aus. Ich glaube aber, die verliert ihr, wenn ihr sterbt. Also da müsst ihr aufpassen, ne? Was ihr da macht. So, dann gibt es hier noch einen Gurt zum Beispiel. Da können wir hier noch einen schönen Gürtel mitnehmen hier so, geil, ne, so ein oder auch gar keinen. So, obwohl, vielleicht kann man dann mehr Ausrüstungsgegenstände, das können wir mal gucken. Gesichtsschutz, da haben wir noch gar nichts. Tattoos, auch noch freischalten. Brille, haben wir auch ein paar Brillen hier. Können wir ja eine schöne Brille aufsetzen hier, ne, aber ich bin nicht so der Brillentyp. Und eine Uhr haben wir auch hier, ne, so. Zack. Ne, übrigens ist das die Polizei- und Militärvariante, so die Uhr zu tragen. Ne, könnt ihr euch ja mal merken. Also wenn ihr jemanden seht, der so die Uhr trägt, dann wisst ihr, das ist entweder ein Nachahmer oder einer vom Militär oder Polizei, Freunde. So, Uhr nehmen wir aber trotzdem nicht mit. Denn das ist nämlich die Uhr des Großvaters und die wollen wir natürlich nicht verlieren. So, wir gehen wieder auf Ausrüstung und können dann... wo war das denn nochmal? War das hier oder wo war das? Ach ja, hier unten. Genau, hier können wir dann noch einmal diese einzelnen Teile nochmal im Überblick ausrüsten. Dann haben wir als nächstes das Videoskop. Da können wir natürlich wechseln zu taktischen Schild oder einer Blendgranate, Gasdinger, ne, zu den verschiedensten Sachen. Aber ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall das Videoskop mitzunehmen, denn das braucht ihr, um unter die Türen durchzugucken. Und das hilft euch am Anfang auf jeden Fall sehr. So, und dann habt ihr noch die Möglichkeit, eure Maske auszurichten. Einmal habt ihr keinen Helm, dann Helm-Kopfbedeckung. Also genau, das ist einfach Helm, nur Helm halt, ne, einfach als Kopfbedeckung. Dann habt ihr eine ballistische Maske, die schützt euch noch ein bisschen mehr vor Kopfschüssen, ja. Blendschutzbrille, die schützt vor Blendgranaten. Gasmaske, die schützt vor Gas, logischerweise. Dann ein Nachtsichtgerät habt ihr hier und ein Panorama-Nachtsichtgerät. Ne, so, das eine ist, glaube ich, für Gelände und das andere ist für enge Räume, kann man das benutzen. Aber ich nehme meistens die ballistische Maske, um halt auch ein bisschen geschützt zu sein. So. Ja, und so könnt ihr dann letztendlich auch hier euer Team ausrüsten. Aber wir lassen das erstmal so, wie es ist, um erstmal reinzukommen. Ich denke mal, zu den späteren Missionen wird es dann wichtiger, dass wir zum Beispiel manche Teammitglieder dann mit einem Schild ausrüsten oder sonst was. Aber am Anfang geht das alles nicht. So. Dann sind wir zurück. Und ich würde sagen, bevor wir in die erste Mission gehen, das machen wir übrigens in der nächsten Folge, werde ich euch einmal dieses Polizeihauptquartier zeigen. Was haltet ihr davon? Super Idee, oder? So, aber ich würde mal trotzdem einmal schon mal die Mission annehmen. Hier in diesem Briefingraum. Ja. So, hier ist übrigens, das ist übrigens der Chief, der Polizeichef. So. Dann geht ihr hier rein mit F wieder. Das ist eure erste Mission. Die nehmt ihr einmal an. Mission auswählen. Dibidibidib. Ja, und dann habt ihr oben einmal 0 von 1 ready. Richtig, das seid ihr. Wenn ihr I drückt, dann seid ihr letztendlich ready. Drücke zum Verkleinern Page Up. Hup. Page Up. Hallo. Achso, Page Up.
Da. Ah ja, natürlich auch nicht schlecht. Wenn man lesen kann, ne, dann ist das alles sehr vom Vorteil. So, wir gehen ja mal durch. Viele Sachen sind, wie gesagt, nur Beiwerk, nur Zierde, ne, wie dieser Abstellrümpelraum hier hinten. Ne, hier, wie gesagt, könnt ihr euer Team ausrüsten, unter anderem. Dann habt ihr hier noch so einen Lockerraum. Auch hier könnt ihr letztendlich euer Team nochmal ausrüsten. Ihr habt mehrere Bereiche hier in dem Polizeirevier, um euer Team auszurüsten. Auch hier, das Ganze geht hier auch nochmal an der Stelle. Dann geht es hier rum, ne? Und achtet mal so ein bisschen auf die Grafik. Sieht wirklich alles sehr, sehr schön und liebevoll gestaltet aus. Wirklich toll. Stop the killing, stop the dying. Ganz genau. Motto der Polizei von Las Buenas. So, hier haben wir dann einen Bereich, der ist abgesperrt. Hier kommen wir nicht rein. Ich glaube, der wird aber später noch aufgemacht. Denn hier war ich schon. Da unten ist übrigens der Beweismittelraum. So, hier haben wir auch zu. Hier ist das Detective-Büro. Hier unten, da kommen wir später auch noch rein. Das wird auch noch aufgemacht. Dann haben wir hier die Shooting Range. Auch hier haben wir nochmal die Möglichkeit, uns auszurüsten, auch unser Team. Wir können hier verschiedene Waffen ausprobieren, wenn wir hier reingehen. Und hier können wir dann halt noch ein bisschen schießen. Ne? Könnt ihr hier einfach F drücken, dann fährt das Ding nach hinten. Ne? Könnt ihr auch die kleinen Dinger hier anschießen zum Beispiel. Laser können wir anmachen, haben wir ja ausgerüstet. Und dann können wir hier so ein bisschen... So, ein bisschen auf den Kopf. Auf die Brust. So. Das Ganze zieht natürlich auch hoch, ne? Wenn ihr halt mehrfach durchgeht und dann zieht die Waffe richtig hoch, auch richtig cool gemacht. Das Ganze. Ne? Wenn ihr dann euer Resultat angucken wollt, dann fahrt er da wieder rein und den haben wir hier richtig schön durchsiebt. Und einen Scheitel gezogen haben wir ihm oben hier auch nochmal. Genau, und keine Sorge, wenn ihr auf Mission geht, dann habt ihr immer das volle Loadout. Also ihr müsst jetzt hier nicht an die Kiste gehen, euch nochmal hier irgendwas besorgen, ne? Sondern das, könnt ihr halt dann auf jeden Fall so machen, dass ihr einfach auf Mission geht und dann habt ihr das alles. Ne? Hier zum Beispiel machen wir den kleinen hier, dann könnt ihr ein bisschen das üben. Ne? Hier nochmal auf der Nahdistanz ballern. Ne? Granaten könnt ihr natürlich auch werfen. Ne? Hier. Rinder, zack. Ne? Ihr könnt natürlich die Sidearm mit 2 ausrüsten. Ne? So könnt ihr halt auch so ein bisschen eure Sachen, die ihr ausgerüstet habt, ein bisschen testen. Ne? Licht können wir natürlich auch anmachen bei der. So, ne? Sehr, 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 sehr geil. Gut, dann packen wir die wieder weg. Oder beziehungsweise rüsten wieder unsere Hauptwaffe aus und gehen weiter rum. Dann sind wir hier, ne? Hier könnte auch mal einer durchfeudeln, ne? Junge, Junge, ey, das sieht aus hier. Ne, irgendwer im Livestream sagte auch, dass hier Ex-Knackis eingestellt werden bei der Polizei und wir vermuten ganz stark, dass das hier einer ist. Ne, wie der guckt, guckt's euch an. Guckt's euch an. Ne? Ja, ein kleiner Schelm. So, dann geht's hier weiter. Dann geht's hier raus, da piept's ein bisschen. Und dann sind wir hier auf der Seite. Dann habt ihr hier vorne einen Raum, da könnt ihr reingehen. Ich weiß aber gar nicht, ach, der ist noch zu. Das ist ein Verhörraum. Ne, da steht dann so ein Typ drin, vor so einem Spiegel. Könnt ihr euch angucken. So, und auch hier, dieser Bereich ist auch noch zu. Ja, das wird alles noch aufgemacht, Freunde. Das Polizeirevier ist eigentlich viel, viel größer. Aber das werden wir erst sehen, wenn wir ein paar Missionen gemacht haben. Und ich würde sagen, das soll es für diese Episode gewesen sein. Für den Einstieg, das Tutorial zum Üben. Und in der nächsten Episode gehen wir dann rein in unsere erste Mission, Freunde.